Ja, jetzt heulen sie. Ja, aber als wir früher nach 68 für die Arbeiter auf der Straße gewesen sind und den Arbeitern gesagt haben, wo es lang geht, da haben sie nicht auf uns gehört. Ja, das war damals in West-Berlin. Das war die Stadt mit der Mauer. Mauer, da träumen ja heute wieder viele von. Ja. Nicht, da war West-Berlin damals die einzige Stadt der Welt mit nur einer Himmelsrichtung. Rundrum alles Osten. Ja. Da sind wir damals für die Arbeiter auf die Straße gegangen. Da haben die Arbeiter uns gesagt, geht erst mal arbeiten. Wir wollten die Befreiung der Arbeiterklasse, aber die Arbeiter fanden Arbeit klasse. Ja, was sollten wir da machen? Ja, das war schon ein Ding. Ja, und jetzt hat natürlich fast jeder einen Job. Ja, klar, manche haben sogar zwei oder drei. Wir haben den größten Billiglohnsektor in der ganzen EU. Ja, und glauben manche, die SPD holt sie da raus. Nee, die SPD hat sie da reingeritten. Hm. Ja, aber... Denkt bloß nicht, die CDU holt euch da raus oder die FDP. Da sind ja viele drin, die nach dem Motto von dem alten Rockefeller arbeiten. Wer den ganzen Tag arbeitet, hat überhaupt keine Zeit mehr, Geld zu verdienen. Ja, und der Schäuble freut sich schon auf eure Steuern. Gut, bei der SPD hat sich schon viel getan, nicht wahr? Sigmar Gabriel, der hat ja auch jetzt ein Kind gekriegt. Man konnte das vorher schon sehen. Ja, da muss man ihm gratulieren. Das war das erste Mal, dass er was in die Welt gesetzt hat, was Hand und Fuß hatte. Der Gabriel, das war doch... Ja. Der Gabriel, das war doch toll, wie der gesagt hat, er will Außenminister werden, damit er öfter bei der Familie ist, ja? Vorher hat ja der Gabriel auf dem Pfosten der SPD oben drauf gesessen wie ein Korken auf einer geschüttelten Sektflasche. Und dann war er weg und wusch ist die SPD nach oben gegangen. Das war der Schulz-Effekt. Aber jeder, der das schon mal bei einer Sektflasche erlebt hat, weiß, was am Ende dabei rauskommt. Eine leere Flasche. Ja, ja. Und genau so steht die SPD jetzt da nach den Wahlen. Ja, Nordrhein-Westfalen, das ist ja schon traurig. Ja, die SPD konnte immer eine Sicherheit haben, die Stimmen der Arbeiter an Rhein und Ruhr. Jetzt hat sie nur noch die Ruhr. Ja, also Durchfall, Stimmendurchfall. Das Originellste im Wahlkampf in Nordrhein-Westfalen war doch die Werbung von der Partei Die Partei. Kraft, nein, danke. Ja. 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 Klar, das hat funktioniert. Und jetzt kommt Schulz und verspricht Inhalte, Inhalte. Ja, jetzt, was will er denn machen? Ja, will die Agenda 2010 millimeterweise reformieren. Wer soll denn da drauf reinfallen? Die Agenda-Politik hat die SPD-Wähler fertig gemacht. Und zwar Schritt für Schritt. Hartz I, Hartz II, Hartz III, Hartz IV. Da stand das Elend vor der Tür. Ja. Das war der Anfang. Das war der Anfang von der Arbeiterklasse zur Leiharbeiterklasse. Ja, die SPD kann froh sein, wenn sie überhaupt noch von jemandem gewählt wird. Vor allen Dingen von denen Schulz immer sagt, die hart arbeiten und sich an die Regeln halten. Das sind genau die Leute, die ihr Leben lang in die Arbeitslosenversicherung eingezahlt haben. Und als sie dann gebraucht haben, hat man ihnen gesagt, tut uns leid, du musst jetzt abharzen. Ja, das sind Leute, die ein Leben lang Rente bezahlt haben und jetzt eine Rente haben, von der sie nicht leben können. Und da sagen die Politiker kackfrech, ja, hättest du früher ristern sollen. Ja, wo ich mich frage, wie machen die Politiker das? Die nehmen uns was weg und geben uns das Gefühl, wir bekämen was Neues, Schickes. Ja, und dann werden die wieder gewählt. Ja, wo ich mich dann immer frage, wie funktioniert Politik überhaupt? Das kann einem ja keiner so richtig erklären. Der Einzige, der es mir mal erklärt hat, das ist eine alte Pfeife von der SPD. Die ist schon tot. Die SPD ist ja auch tot. Das war Herbert Wehner. Der hat das gesagt, der Wähler legitimiert mit seiner Wahl die Entscheidungen, die anschließend gegen ihn getroffen werden. Ja, ja. Da ist mir zum ersten Mal ein bisschen klar geworden, wie Politik funktioniert. Politik ist die Kunst, den Wähler so über den Tisch zu ziehen, dass die dabei entstehende Reibungshitze als Nestwärme rüberkommt.